Moin Leute, was geht ab? Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wir haben uns heute hier eingefunden, um den roten Dungeon Guide vom Theater der Schmerzen zu machen. Na, der erste Pull ist schon mal gleich ein bisschen doof, weil wir Inspiriert-Woche haben. Das heißt, wir könnten nicht deragen, solange der mit im Pull drin ist. Deswegen mache ich die erste Dreiergruppe jetzt hier mal kurz solo. Ist aber auch nicht so schlimm. Normalerweise würde ich die beiden Gruppen zusammenziehen. Was es hier zu beachten gibt, der Caster in der Robe hier, der Ritualist, der kann gekickt werden, der nekrotische Blitz. Und die hier, wenn die so rot und groß werden, kann man da ruhig mal den Wuteffekt von runternehmen. Ne? Also weil wir haben jetzt hier einen Druiden und drei Hunter, also viermal Leute, die das könnten, aber keiner tut's. Obwohl es der Inspirierte war, also hätte man safe runternehmen können. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Weil den Kollegen ziehe ich jetzt einfach mit in den Boss rein. So. Dann gehe ich hier direkt mit CDs rein. Und tank das mal alles ein. Und immer wenn er diese rasende Tobsucht macht, diesen lilanen Button, hat er dann den Buff. Dann muss der deraged werden. Von Schurke, Jäger, Druide, wie auch immer. Und dann hört er sofort damit auf. Ansonsten bei den Bossen hier den Seuchenblitz kann man töten. Den, anderen hier auch mit seinem nekromantischen Cast, damit die immer schön zusammenbleiben und die Leute schön AOE-Schaden machen können. In dem Fall, dass wir jetzt den Trash-Mob mit reingezogen haben, hier würde ich empfehlen, den Trash-Typen als erstes zu First-Targeten. Dann gibt es noch zu beachten, dass der Boss Idesia hier einen tödlichen Stoß macht. Das bedeutet, dass ich weniger Heilung bekomme und zwar ganze 30% mittlerweile noch. Da kann man nicht viel gegen machen. Da muss man einfach heilen oder Death-CDs nehmen. Dann haben wir gerade gesehen, hier war dieser Schurke. Der kommt zufällig hinter einen zufälligen Spieler und stunt den und bearbeitet den mit Schaden. Den könnt ihr aber wegschubsen mit dem Ring vom Monk oder stunnen oder vieren oder wegpusten. Irgendwas machen und dann hört er sofort damit auf. Oder aber der betroffene Spieler zieht irgendeine Immunity oder verschwinden als Schurke. Oder. Und sonst gibt es bei diesem Boss gar nicht mehr so viel zu beachten. Außer wenn die gute Death ja jetzt auf 30 oder 40% kommt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Gucken wir gleich mal. Die geht jetzt ja gleich auf 40. Dann bekommt die einen Wuteffekt. Ja, jetzt wird sie wütend. Und verfolgt einen zufälligen Spieler. Da muss dann wieder einer von den besagten Klassen vorhin die Wut runternehmen. Und dann hört die sofort damit auf. Und ist auch nicht mehr wütend. Und macht nicht mehr so viel Schaden. Alles easy. Da ist wieder der Totenkopf hier. Habe ich gestunt, er ist weg. Guck mal. Dann werde ich hier mal ein bisschen beim Heilen helfen. Das sieht hier gerade alles ein bisschen eng aus. So, das kann man immer alles schön kicken, damit die schön zusammenkommen. Den nächsten Range-Kick würde ich gerne mal da hinten hinbringen. Oder ich kicke jetzt den hier gleich nochmal. Ach, der ist eh tot. Ich speede da jetzt rüber. Und nimm mir den. Da hinten ist jetzt wieder einer. Keiner hilft ihm. Wir gehen mal dahin. Komm da nicht ran. So. Wo ist der Mob? So. Okay. Und jetzt ziehen wir das einfach. Sobald das hier down ist, könnt ihr den Boss ganz normal runterziehen. Immer kicken aus den Flächen raus. Und vielleicht versuchen, die noch so gut wie es geht zusammenzuhalten. Und das war's denn schon von dem ersten Boss. Da ist wieder der Typ hier oder die Alte. Die Frau, die feine Dame, ne, die haben immer eben weggestunt hier so, ne. Und wenn der Boss dann down ist, dann wird irgendwann diese Plattform hier wegbrechen und wir gehen nach unten. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Und dann kann ich schon mal sagen, dass es routentechnisch gar nicht so einfach ist im Theater. Es gibt richtig geile Skip-Routen, wo man richtig Zeit rausholen kann, aber die sind alle, meiner Erfahrung nach, random, in den wenigsten Fällen spielbar. Wenn, dann müsste man das vorher schon richtig gut absprechen mit seiner Random-Gruppe. Und random hat man immer jemanden, der aus der Reihe tanzt. Egal, wir fangen jetzt hier an, nehmen den Anima-Boss. Der ist ja direkt hier in dem Raum. Und dann gehen wir als erstes in diesen Raum und holen uns diesen Anima-Boss. Scheißegal, wer da steht. Manchmal steht da der hier. Dann holen wir uns den hier, ein bisschen mehr defensiven Kram fürs Dungeon. Und heute müsste da der Scharfrichter stehen, habe ich gerade auf der Karte gesehen. Das ist ein Damage-Buff. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann kommt es darauf an, wer hier steht. Hier steht der Kaltherz.
Das heißt, den machen wir als letztes, weil der am wenigsten Sinn macht. Also werden wir jetzt gleich da nach unten gehen, holen uns den Scharfrichter und machen das erste Trashpack davor. Boah, ich komme nicht raus. Ich muss immer schnell den Segen der Freiheit nehmen. Und dann fangen wir immer da in dem Flügel an, wo der Damage-Buff ist, also der Feuertyp. Mal eben hier den Buff rausholen. Dann können wir die Dreiergruppe hier vorher auch machen. Die würde ich wieder nur zu dritt pullen, weil es inspiriert und du kannst nichts dazu machen. Wenn wir feine Affixe haben, können wir auch den Dicken damit zunehmen. Dann haben wir den nämlich schon mal weg. Aber das würde ich nicht bei Anstacheln machen, nicht bei Inspirieren, das sei denn, jetzt zählt den jetzt hier, aber das lohnt sich alles nicht. Bei uns geht es jetzt in erster Linie nur darum, dass wir so schnell wie möglich diesen Buff-Typen hier kriegen. Den werde ich jetzt auch direkt holen. Den kann man hier vorne schön am Eingang spielen. Das ist wieder der mit dem roten Kreis und Knubbeln. Und aus dem Kreis rausgehen. Da müssen wir jetzt nur aufpassen, dass keiner mit dem Kreis dahin geht und den Dicken pullt. Oder halt, dass keiner drin alleine steht und gefiert wird und den womöglich noch zieht. Klar, soweit. Na, jetzt vergewissern wir uns nochmal. Hier steht der Verbrenner. Da wollen wir hin. Also gehen wir gleich zuerst in diesen Seuchenraum und machen die Plattform dann als letztes. Beziehungsweise danach. Und das, wo wir jetzt hier angefangen haben, das machen wir als letztes dann. Das ist auch so ganz gut von den Affixen her, weil hier ist der Boss Xav. Und Xav kann man am besten ohne Kampfrausch spielen, weil da eh diese Phase kommt mit runtergehen und so weiter und so fort. Deswegen können wir den ohne Kampfrausch oder Heldentum spielen, wie auch immer, damit wir den Buff für den Endboss haben. So, hier ist ein bisschen blöd, weil da der Inspirierte bei ist. Aber ich pull trotzdem die Gruppe und den Dicken zusammen. So ungefähr. Jetzt müsste der Inspirierte nur nach Möglichkeit richtig schnell down gehen, damit wir die Möglichkeit haben, die anderen zu kicken danach, ne? Jetzt ist nämlich schon Krankheit durch. Dabei helfe ich dem Heiler aber ein bisschen. So. Krankheit weg. Heilung. Das hier kicken auf jeden Fall. Ist wieder durchgekommen. Wenn das durchkommt, bekommt die ganze Gruppe eine Krankheit, welche sehr übel ist, wenn die sich ein bisschen hochstackt. Und ja, ansonsten kann man hier ganz locker durchspielen. Ohne inspiriert könnte man auch theoretisch den ganzen Raum pullen. Ist auch möglich, ne? Ich pull den hier in zwei Steps jetzt. Dann ist das alles ein bisschen überschaubarer vom Kicken. Wenn ihr diese Weak Aura habt mit automatischen Markierungen von den Shadowlands Dungeons, müsst ihr mal auf vago.io eingeben. Dann ist ja immer so ein Automark mit drin. Und der markiert die immer, die ihr kicken müsst. Wichtig ist, dieser verwesene Kram ist nicht so wichtig zu kicken, aber dieser verdorrene Ausstoß, der sollte unbedingt gekickt werden. Der andere kann auch gekickt werden, schadet nicht. Aber wenn ihr dann nichts mehr frei habt für den verdorrenen Ausstoß, dann lasst es lieber. So. Dann geht's hier weiter. Hier ist auch nicht so schlimm, weil der schlimmste Mob zum Kicken ist der Inspirierte. Da macht er den verstorbenen Ausstoß. Habe ich jetzt mit dem Range Kick gekickt. Ich heile hier ein bisschen mit. Hier ist der nächste verdorbene Ausstoß gewesen. Den können wir in dem Fall dann nicht kicken, weil hier ja ein Inspirierter mit drin steht. Aber wenn der Heiler darauf vorbereitet ist und vielleicht auch ein bisschen overgeared ist. Ich meine, wir sind jetzt hier in einem 14er Key drin. Dann sollte das alles gehen, ne? Nehmen wir jetzt hier mal ein bisschen die Krankheiten weg. Helfen ein bisschen mit beim Heilen. Weil wir hier jetzt nicht CC'd haben. Das müsste jetzt aber gekickt werden, im Idealfall. Ist, glaube ich, auch noch unterbrochen worden. Okay, sehr schön. Machen wir noch ein bisschen Krankheiten weg. Hier und da mal eine Heilung hinschmeißen. Guck mal, ich habe auch auf 5K HPS helfe ich hier auch mit. Ist ja diese Woche auch nicht so einfach zu heilen, weil er muss ja diese schrecklichen Wunden auch mit wegmachen, ne? So, als kleinen Special-Trick am Rande. Man kann diesen Typen hier immer rauspullen. Auch wenn der Dicke daneben steht. Die Anima-Bosse, die adden einfach nicht. Wenn ihr da drauf schießt. Es sei denn, ihr nehmt eine Attacke, die weiterspringt. So wie zum Beispiel das Schild vom Paladin. Jetzt wäre es nur angebracht, wenn Range steht, die hier hinten hingeht und die Flächen in den Gang legt. Weil wenn der jetzt nicht schnell genug down geht, dann können wir es sein, dass wir uns jetzt hier so einbauen, dass wir gar nicht anders stehen können, als die
Dicken aus dem Kreis da zu pullen, ne? Es ist leider ein bisschen blöd, was die Rangers hier mit uns machen. Der Dicke kommt wieder. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, ich gehe jetzt hier in Westrand vorbei. Okay, die Jäger pullen sowieso. Drauf geschissen. Ich werde den jetzt gleich mal eben kurz chatten. Damit die das beim nächsten Mal auch wissen. Ein Range bei dem Feuertyp. Immer weit weg stehen. Peace. Um Flächen abzulegen. So. Dann haben wir die vielleicht auch nochmal ein bisschen schlauer gemacht. Mal gucken, ob die sich dran halten in Zukunft. Vielleicht treffen wir den einen oder anderen wieder. Ich glaube nicht, aber man weiß das ja nicht. So, hier ist auch ein Inspirierter drin. Das ist ein bisschen kacke, weil da kommen dann auch wieder gleich Krankheiten ohne Ende rum. Heilen wir mal eben alles voll und dann gehen wir hier rein mit Full Damage. CC mache ich jetzt hier nicht. Da könnten die Leute jetzt einfach auch mal ein bisschen Dev-CDs ziehen, ein bisschen mitdenken. Ich hoffe, dass das nicht zu viel verlangt. Ich gehe jetzt hier auf jeden Fall auch mit ordentlich Heal mit rein und unterstütze den Heiler, weil ich habe diesen Pool jetzt hier auch so angefangen, ne? Deswegen lasse ich ihn da jetzt auch auf gar keinen Fall hängen. Hashtag Ehrenpaladin, ne? 10k APS gedrückt. Gehen wir dir nochmal eine Bob. Wer weiß, hilft zwar nicht gegen die Krankheit, aber... So, Krankheit nochmal runternehmen. Self-Heal auch mal wichtig, ne? Wenn der Tank umkippt, geht es der Gruppe auch nicht so gut in den meisten Fällen. Dann kommen wir gleich auf der Brücke. Da ist eine kleine Falle. Wenn ihr in die Mitte lauft, dann spawnen von links und rechts diese kleinen Mobs. Könnt ihr mit dem Dicken zusammenspielen, müsst ihr aber auch nicht. Ihr könnt zum Beispiel, wenn der jetzt wegläuft, könnt ihr hier hingehen. So, ausgelöst und dann holt ihr euch nur die Kleinen. Easy. Und bei den Kleinen am besten immer schön zusammenstehen, dann springen die nicht so weit durch die Gegend. Dann kann man schön AOE-Damage machen. Und wie gesagt, den verdorrenen Kram kicken. Und dann seid ihr damit richtig easy unterwegs. Jetzt haben wir einen Toten, weil er sich anspringen lassen hat. Da können wir natürlich nichts gegen tun. Aus den grünen Flächen muss man natürlich rausgehen. Da hat uns der nette Hunter jetzt gerade mal gezeigt, wie es nicht geht. So, ich hebe ihn dafür trotzdem auf. Oh, oh fuck ey. Das habe ich euch auch nochmal gezeigt. So, der lebt wieder. Dann haben wir den Dicken. Davon hatten wir jetzt ja im Kreis auch schon einen. Der macht diese grünen Flächen, wo ihr natürlich rausgeht. Den im Kreis vorne, den spielen wir aber eigentlich nicht mit. Und dann hat er diese Magen- und Darmgrippe. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt, aber ich sag's immer so, weil es einfach vorne und hinten rauskommt bei ihm. Der grüne Strahl. Also es bringt nicht so vor, ihm wegzugehen. Es kommt auch nach hinten, so ein Kegel. Ne? Also immer seitlich davon stehen. Hier seht ihr das auch, diese grünen Fäden. Oh, Leute, der Hunter ist, glaube ich, nicht so der hellste vom Movement her. Ich zieh mal Absorb, Self-Heal. Den heilen wir nochmal voll. So. Ich retze. Junge, Junge, Junge. 2 von 2 Toten hat er. Das wäre mir ein bisschen unangenehm. Nein, Quatsch, das kann vorkommen. Alles gut. Dann nehmen wir die beiden. Hier gibt es nicht viel zu beachten, kannst du kicken. Und zwar einmal dieses Fleischschild, heißt das, glaube ich. Ja, genau, das kann man kicken. Und dann hat er noch eine andere Fähigkeit. Verrottungsdings, das kann man durchlassen. Ist alles relativ easy. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Boss. Das ist der Kollege Bluthag. Der ist eigentlich ganz witzig. Werden wir gleich mal eben kurz drüber sprechen, wenn wir kämpfen. Der holt sich ab und zu so 2 Ads her.
die tankt der Tank einfach mit an, so nebenbei im Cleave Damage. Da müsst ihr auch eigentlich keinen Fokus Damage drauf machen. Das reicht, wenn ihr vom Boss mit runter cleaved. Dann gibt es ab und zu einen Stoß, wo ihr einen Death CD ziehen sollt. Da kriegt ihr aber eine Warnung für. Und dann kommt diese Gitter. Das hat immer zwei Löcher. Da läuft man einmal kurz in die Aussparung rein, damit man nicht getroffen wird. Und dann geht's weiter. Dann ist wichtig, wenn die beiden Ads sterben, hinterlassen die eine Fläche auf dem Boden. Da muss man natürlich raus. Und auch gucken, dass die Milis noch rankommen. Aus dem Kreis geht man immer raus, weil sonst zieht er einen ran. Dann spottet man sich die Ads eben ran und sucht das Loch im Zaun. So. Also das Spotten gilt natürlich nur für die Tanks unter euch. Die DDs können sich gleich ein Loch im Zaun suchen, aber die werden so oder so rangezogen, glaube ich. Egal wo die stehen, die müssen dann da einmal rauslaufen. Da hilft manchmal auch ein kleiner Movement-CD. Und das war's. Mehr kann er nicht. Ich frag mich nur... HT, please. Alter, drei Jäger. Keiner macht HT. Viel zu spät. Habe ich jetzt durch Zufall noch entdeckt. Ich hoffe, wir haben das jetzt zum nächsten Boss wieder ready. Wir kommen ja relativ schnell durch, ne? So, jetzt erinnern wir uns. Wir haben ja auf der Plattformflügel da den Anima-Boss noch über, den Kaltherz. Wir haben ja erst drei Bonis, also ist das unser nächster Weg. Und dann machen wir den Xaf, den wir als erstes da den Anima-Buff rausgeholt haben. Als letztes mit allen vier Buffs. So ist der Plan. So, das ging jetzt schon mal relativ gut. Boss-Damage ist so lala, sage ich mal, den wir dabei haben. Aber ich habe die Gruppe gebaut und ich fand es irgendwie witzig, drei Jäger mitzunehmen, also. Alles gut. Ich finde Jäger aber random auch tatsächlich ganz gut, weil das sind sehr solide Klassen und die sind nie so richtig kacke. Klar gibt es auch gute und schlechte, aber die sind eigentlich immer so moderat, gut, durchschnittlich, macht man immer nicht so viel falsch eigentlich mit. So, dann gehen wir jetzt hier hin. Auf diesem Weg sind jetzt diese gefesselten Seelen. Die sind ein bisschen böse tatsächlich bei inspirierend, weil man die nicht kicken kann. Deswegen hole ich mir jetzt hier erstmal nur so ein paar raus. Zieh die hier rein. Dann machen wir die mal eben weg. Da müssen wir jetzt aufpassen auf die Leute, die die Kette kriegen. Weil die kriegen halt auch hart Schaden. Und wir können das nicht kicken, außer von dem Kollegen hier, den Inspirierten. Das sollten wir dann auch machen, wenn er inspiriert ist. Ansonsten kicken wir alles, was wir sehen, weil das macht viel Schaden in die Gruppe. Ja, aber ich bin da relativ schmerzbefreit beim Pullen. Ich werde jetzt den Rest gleich mit durchpullen. Ich glaube, da ist auch kein Inspirierter mehr. Gleich zur anderen Seite gehen hier. Noch ein Inspirierter ist da noch, aber den können wir tatsächlich auch stehen lassen. Weil einer von denen kann überbleiben. Das ist gar kein Problem, Trash-technisch. Und da wir mit dem Dicken jetzt ja sowieso zu viel gemacht haben, könnten wir wahrscheinlich auch 3, 4, 5 Stück stehen lassen. Aber ich wollte jetzt hier keinen Invis-Pop callen. Ich gebe den Leuten, die hier mal Damage kriegen, kleine Bob, das ist das Schöne am Parler-Tank, weil du kannst echt gut ausgleichen in der Gruppe oder viel wieder gut machen, ne? Du machst viel Schaden, du kannst viel heilen und du kannst mit deinen Schilden und deinem Freedom und so noch echt viel machen. Und nicht zu vergessen, als Kyrianer hast du halt auch noch 3 Kicks dazu. Dann spielen wir den hier als erstes. Ja, castet ab und zu den Seelensturm, da könnt ihr auch nichts gegen tun. Der macht einfach verdammt viel Schaden. Ihr könntet jetzt an der Stelle einen Death-CD ziehen, egal ob ihr DD-Heiler oder Tank seid. Das hilft, weil ihr seht, was hier jetzt gerade an Damage reinkommt. Und das muss einfach weggeheilt werden. Deswegen könnt ihr nichts machen, außer mega viel Damage, damit es so schnell wie möglich beendet wird hier. Und einen Death-CD ziehen, damit so wenig wie möglich bei euch an Damage reinkommt. Die hinterlassen dann auch die Kugeln. Die muss sich der Tank nehmen und da sich dann für einen Weg entscheiden. Aber wir haben ja natürlich noch den Kaltherz-Kumpel stehen. Den machen wir immer eben weg. Und ihr könnt aber bei dem Seelensturm-Mob, den wir gerade hatten, nur, ich sag mal so, 1-Minuter-CDs nehmen. Die 3-minütigen zum Beispiel, die werden wir auf der übernächsten Plattform brauchen. Weil da kommt nochmal so ein Mob. Allerdings mit 2 Ads. Und das ist wahrscheinlich
sage ich mal, die heilintensivste Stelle am ganzen Dungeon. Also das ist echt, wäre echt nicht schlecht, wenn ihr da richtig schön was reinrotzen könntet. Da wird sich der Heiler und die Gruppe auf jeden Fall drüber freuen. Aber jetzt erstmal zu der Plattform. Hier sind zwei Magusse. Von denen sollte man auf jeden Fall den Knochenspeer kicken. Alle. Weil die machen viel Schaden. Der Rest ist alles zu vernachlässigen, aber der Knochenspeer sollte gekickt werden. Oder halt auch gestunt oder was auch immer, ne? Muss nicht immer unbedingt ein Kick kommen. So, und jetzt kommen wir zur besagten Plattform. Jetzt wird richtig schön Schaden reinkommen. Ich habe mir zum Beispiel meinen dicken Death-CD aufgehoben und meine Flügel, damit ich da richtig reingehen kann. Und da ist nämlich auch so ein Magus daneben. Das ist aber nicht so schlimm, weil das ist in dem Fall der Inspirierte. Das heißt, der Knochenspeer kann gekickt werden. Ich werde den jetzt hier mal stunnen. So, dann macht er erstmal nichts mehr. Dann ist der Inspirierte gleich weg. Guck mal, was hier an Heilung, Damage reinkommt. Da kann man dann vielleicht auch sehen, wer einen DFCD benutzt hat und wer nicht. Ich bin jetzt hier mit 8k HPS und der Healer auch. Also das war schon ein ganz guter Damage Incoming da jetzt gerade. Normalerweise bin ich immer ein Freund davon, dass man das hier First Targeted, Focus Targeted, damit die Show halt relativ schnell vorbei ist. Aber ja, die haben jetzt erstmal die kleinen Down gemacht. Kann man auch machen, aber dann sollte man auch wenigstens so fair sein und ein Death-CD benutzen. In der Phase, jetzt kommt der Sehensturm nochmal, ich habe einen kleinen Death-CD. Ich bereite mich darauf vor, hier mit zu heilen. Für die, die keine Death-CDs genutzt haben, so. Easy. Macht der Dude und Reds, ja, ne? Ich nehme die Olga hier. So, und hier kann man entweder links lang gehen oder rechts. Wir gehen jetzt mal links, weil das ist random so das Gängigste. Persönlich spiele ich rechts lieber mit einer eingespielten Gruppe. Aber das ist wieder eine andere Route, ne? Deswegen gucken wir uns jetzt die Linken an. Die passen hier randommäßig immer am besten rein. Der andere kommt auch bald hinterher. Ja, komm, wir pullen. Und zwar sind das zwei komische Dunkelsprecher. Hier könnte man den Geisterfrost zum Beispiel kicken. Das Entscheidende auf dieser Plattform sind aber diese Todeswinde. Die kriegen diesen schwarzen Wirbel vor sich und schießen den vor sich weg. Wenn ihr davon getroffen werdet, so wie der Hunter, dann fliegt ihr von der Plattform und seid tot. Außer ihr habt Glück und bleibt an so einem Stachel hängen, aber darauf würde ich mich nicht verlassen. Also weicht dem einfach lieber aus. Ist dann alles nicht so das Problem. Und dann könnt ihr nebenbei natürlich noch Geisterfrost kicken. Diese lilanen Flächen, die geben Flüche und Fears. Da sollte man dann auch nicht drin stehen. Da ist der nächste von der Plattform geflogen. Ja, ich weiß es nicht. Für mich, mir ist es auch schon mal passiert, ne? Aber bei manchen scheint das so gang und gäbe zu sein. Und ich finde das eigentlich sehr penetrant, diesen schwarzen Wirbel. Und der geht jetzt nach vorne weg. Zwei Schritte zur Seite und geschafft. Easy, ne? Muss man dann halt nur auch machen. Okay. Wir haben schon ganz schön viele Tote, wegen so doofen Sachen irgendwie. 4 Minuten Cooldown haben wir jetzt noch auf HT. Jetzt kommt die härteste Plattform hatten wir schon vom Damage Incoming, aber jetzt kommt eine harte Plattform, weil diese Wirbel jetzt kombiniert werden mit anderen Mobs. Und bei vielen lässt dann da einfach der Durchblick nach und ja, ich bin mir fast sicher, dass jetzt wieder welche runterfliegen werden. Aber wir warten es mal ab. Wir wollen mal positiv an die Sache rangehen. Hier ist nämlich der Knochenmagus. Den nehme ich mir ins Target. Wegen Knochenspeer, wissen wir ja. Das wird nämlich gekickt. Und dann kommen diese Winde. Und hier ist es schon relativ unübersichtlich. Und ja, auf dieser Plattform ist mir das nämlich auch mal passiert, dass ich getroffen wurde. Das war nämlich wegen blutig. Dann habe ich mich so hinter ihn gestellt, in seinen Rock hinten rein. Und irgendwie hat mich dieser Wirbel trotzdem noch mitgerissen, obwohl ich hinterm Boss stand und ja, ist denn mal so, ne? Also Leute, das ist kein Weltuntergang, das kann passieren. Alles gut, aber hier, wenn wir bei unserem ersten Hunter hier in der Gruppe mal gucken, der fliegt bei fast jedem Wirbel runter. Also da würde mich mal interessieren, wo das Problem ist. Vielleicht sieht er ja das Video immer mal durch Zufall. vielleicht hat er das denn jetzt ja auch gesehen, wie das funktioniert. Also ich... Keine Ahnung, das ist natürlich schwer, sich da rein zu versetzen.
Es kann ja auch sein, manche spielen ja mit der Kamera irgendwie so oder so. Ne? Also ganz viel kann man auch mit einer vernünftigen Kameraperspektive, nur mal so als kleinen Fun-Fact am Rande, wenn man schön weit weg geht, also Maximum, und dann so von oben guckt, da kann man immer das Beste, am besten alles sehen, wo alles hingeht, wo alles rumfliegt und dementsprechend dann reagieren und ausweichen. Ne? So, wir haben jetzt noch 12 Minuten. HT sobald ready. Und alle sind da und let's go. Das könnte noch eng werden hier mit unseren Jungs. Zum Glück haben wir verstärkt Woche und die Bosse dauern nicht ganz so lange. Hier werde ich auf jeden Fall immer mitheilen. Der macht diese packenden Hände hier auf dem Boden. Wenn ihr denn diesen Strahl kriegt mit Seele entziehen, solltet ihr euch in diese Hände reinstellen. Bei anderenfalls spaltet der die Seele von euch ab und die Seele wird hier so rumlaufen und ihr müsst sie einfangen und kriegt dabei ganz, ganz, ganz viel Schaden. Und es könnte schwierig werden, die wieder einzufangen. Und wenn ihr in den packenden Händen steht, dann fängt er die Seele, hält die fest. Und es geht eigentlich automatisch, dass ihr die wieder kriegt, ohne dass sie viel Schaden kriegt. Ein bisschen Damage machen die schon, aber das steht nicht im Verhältnis dazu, als wenn ihr jetzt hinter eurer Seele hinterherrennen müsstet unter ständigem Schadenseinfluss. Und nachdem er das gemacht hat, kriegt ihr einen kleinen Buff, ich glaube für 15 Sekunden. Ein bisschen mehr Damage. Ist aber nicht so erwähnenswert, weil ich kriege es lieber nicht und habe den Buff nicht, als wie, dass ich ständig dahin rennen muss, vor allen Dingen als Melee, und kriege dann den Buff. Als Range ist mir das tatsächlich egal. So, und dann macht er noch diesen Magie-Debuff, das ist für die Heiler interessant. Immer auf zwei Spieler und die beiden kriegen dann massiv Damage. Dann solltet ihr die einen davon dispeln und die anderen gegenheilen. Es sei denn, ihr habt Timbo als Tank damit, der heilt den einen für euch hier. Dann habt ihr auch keinen Stress. Aber das kann man ja nicht immer haben, ne? So, jetzt der letzte Flügel schnell. 10 Minuten. Das heißt, 2 Minuten vor Zeitablauf wäre unser HT nochmal ready. Ich hoffe, das passt dann beim Endboss. Und zwar gehen wir zu Xav. Hier gibt es diese Minibosse, 3 Stück. Und eine große Putt. Die Minibosse halten immer ziemlich lange auf. Ich versuche schon mal den nächsten hier zwischendurch zu triggern. So, Kampftranze. Das muss unterbrochen werden, weil sonst geht er in so eine Haltung, wo er richtig viel Schaden macht. Das wollen wir nicht. Und dann macht er noch diese Kreise, wo er hinspringt. Da einfach rausgehen. Wenn die Kampftrans mal durchkommt, kann man das aber auch deragen oder vielleicht sogar mit Magie purgen. Das weiß ich nicht so genau. Ich spiele nicht so oft Purge-Klassen, das ist das Problem. So, der Kollege ist jetzt nochmal weggesprungen. Jetzt nochmal unterbrechen. Und dann ist er auch gleich down. Wie gesagt, die sind ziemlich zäh, die Jungs. Man kann sich tatsächlich sogar aussuchen, wer von denen aktiv wird, weil ja immer 2 Stück am Kämpfen sind. Und es kommt darauf an, in welchem Moment ihr den Raum oder die Range betretet, wer gewinnt. Da hinten könnt ihr es noch sehen, da sind noch 2 am Kämpfen. Und da könnte man dann steuern, welchen man haben will. Ja, aber in den normal hohen Keys ist der Unterschied von denen, die da sind, so gering, dass mir das meistens scheißegal ist. Bei dieser Putt hier gleich kann ich schon mal vorweg sagen. Na gut, hier nochmal eben kurz zu dem. Zu diesen Blutrünstigen. Die macht das auch mit der Kampftrans und wirft dann ihre Waffen dahin zu den roten Kreisen. Er bleibt stumpf drin stehen. Das ist wieder unser Kollege, der die Wirbel auch nicht sieht hier. Frisst richtig viel Schaden und der Heiler muss leiden. Ja gut, das war zu erwarten. Und dann schon mal zu der Putt gleich. Die ist eigentlich relativ harmlos, in Anführungszeichen. Aber dieser Boss in der Mitte, der Stern, der inspiriert in dem Fall, der hat eine Aura, in der die macht, dass die Leute, seine Mobs um ihn herum richtig viel Schaden machen und wenig AOE-Schaden kriegen. Die meisten Leute hier aber in Random-Gruppen machen den Fehler, dass sie denken, oh geil, Big Pull, AOE, AOE, AOE. Bringt aber einen Scheiß, solange dieser Hauptmann da noch in der Mitte steht. Deswegen muss erstmal der Hauptmann runtergeballert werden. Oder
was auch gut ist, man CC't den Hauptmann hier und zieht den Rest in den Raum davor. Dann ist es nämlich mega easy, weil dann machen die Mobs auch ziemlich wenig Schaden und so weiter und so fort. So, ich möchte eigentlich gerne den Tank nicht haben, deswegen bin ich jetzt nach dem roten Punktangriff dahin gegangen, damit nicht der Tank ist, weil die Alte mit ihrem Schild ist immer ein bisschen anstrengender. Ich hoffe, ihr habt das jetzt gesehen. Ich hoffe, ihr entschuldigt auch mein bloßes Mundwerk hier mit Alde und dies und das. Ich will hier keine Frauen disrespekten oder so, aber das ist halt norddeutscher Hamburger Slang hier, ne, Alde? Alles nicht böse gemeint, alles gut. So, die macht einen Wirbelwind, grüner Kreis auf dem Boden, raus da. Habt ihr gesehen am Heiler? Der hat ihn fast umgebracht, also das macht richtig viel Schaden. Und dann macht er gleich noch einen anderen Angriff. Diese Stöße, die treffen mich, das ist mir egal. Aber der hat noch so eine grüne Fläche gehabt irgendwie, oder einen grünen Kegel. Macht er gar nicht. Na gut, dann nicht. Wenn das nicht macht, kann ich so nichts dazu sagen. Vielleicht wurde das auch zwischendurch mal wieder weggehotfixt oder so, keine Ahnung. Bis jetzt hatten wir nur den Wirbelwind gehabt. Da einfach raus und easy. Und dann geht's hier hoch zu Xaf. Xaf ist ein mega cooler Boss. Eigentlich recht einfach. Wenn man weiß wie. Ist ja mit jedem Boss so, oder? Also, wir fangen hier einfach ganz normal an mit dem zu spielen. Dann wird er gleich irgendwann einen Banner machen. Ihr solltet alle sofort aufs Banner switchen. Jetzt war erstmal eine brutale Kombo, die fängt der Tank ab im Dev-CD. Und da ist dieses Banner. Sofort alle CDs und der Tank auf Banner rauf, weil das verlangsamt die Gruppe. Und das ist schlecht für die Sachen, die er jetzt macht. Jetzt macht er drei verschiedene Attacken. Das war dieser Frontal, wo er diese Buchstaben vor sich hat. Da geht einfach so eine Welle vor ihn. Dann macht er auch den Wirbelwind, da müsst ihr aus dem Kreis raus. Und dann hat er nochmal den Kegel, der über den ganzen halben Kreis geht, ne? Also den ganzen Halbkreis abschießt, da natürlich aus, raus. Es empfiehlt sich für euch, an dieser Phase nicht auf Max Rage am Boss zu stehen, weil umso weiter müsst ihr laufen und umso geringer ist die Chance, dass ihr da rauskommt. Deswegen stellt euch am besten hier vorne hin. Nach diesen Runen kommt immer der Wirbelwind. Da solltet ihr hin schon mal, wenn ihr die Runen seht, schon mal ein bisschen auf Range gehen, weil ihr gleich wisst, ihr dürft nicht im Melee stehen. Das kann man sich vielleicht mal merken. Und ja, das war's auch schon. Der schickt noch zwei Spieler nach unten. Habt ihr vielleicht gesehen. Die kriegen dann diese Ketten. Die werden dann da unten hin teleportiert und müssen gegeneinander kämpfen. Und wenn einer das Duell gewonnen hat, dann kommen sie wieder hoch und der Gewinner bekommt auch einen 15 Sekunden langen Damage-Buff. Ist aber meistens nicht so lohnenswert, weil wenn er hochkommt, ist meistens diese Movement-Phase. Also seid ihr 10 Sekunden am Moven und dann habt ihr 5 Sekunden den Buff, wo ihr richtig mit anderen Cooldowns drücken könnt. Also, ja, naja, ne? Ist ganz nett, aber gibt bessere Buffs. Okay, wir haben noch 4 Minuten. Der Boss ist gleich down. Das wird eine knappe Kiste, aber ich denke, wir schaffen es. Wir sind nur auf Verstärktwoche, deswegen würde ich sagen, 2 Minuten, 2:30 reichen für den Endboss. Allerdings müssen wir da ja auch noch hinlaufen und oben noch 20-30 Sekunden warten, bis der Boss überhaupt spawnt. Na, das heißt, wir werden wahrscheinlich nur 2:50 oder so haben, wenn der Boss startet. Ich sprinte da mal schnell hin. Kann nicht sein, dass ich als Paladin Erster bin, oder? Ihr enttäuscht mich, Leute. Okay, das reicht. Wenn wir nicht verkacken. Und HT sollten wir auch noch zum Ende des Bosses haben. Alles gut. Zudem gibt es auch noch wieder ein bisschen was zu erzählen gleich. Der kann nämlich so ein paar Sachen. Was haben die denn jetzt? Kommt der nicht, oder was? Kill Instant Fuad. Wo sind die denn jetzt? Hat hier sobald ready wieder.
Kommt jetzt hier mal hoch oder nicht? So, wohl. 2 Minuten 30. Habe ich gesagt, das reicht? Habe ich gesagt. Es macht Sinn, HT eigentlich gar nicht unbedingt hier am Anfang zu ziehen. Ich meine, in der Verstärktwoche kann man das schon machen. Bei Tyrannisch würde ich es ab 50% ziehen. Oder generell immer erst so nach der ersten Adwelle, weil die erste, die Anfangsphase ist halt, da passiert halt nichts. Ist easy, ne? Gut, kann man schön Damage machen, aber trotzdem hat sich so eingependelt bei mir, dass es besser ist. So, jetzt habt ihr schon die erste Attacke gesehen. Das war dieser Frontal. Mit dem dreht er sich. Da solltet ihr einfach rausgehen und nicht drinstehen. Und die nächste Attacke ist das hier, dieser Riss. Dieses Portal, das saugt uns da ran. Da müssen wir gegen anlaufen. Und dann haben wir noch diese Flächen unter uns gehabt, wo diese 4 Ads rausgespawnt sind. Die muss man kicken und töten. Und dann ist es auch easy. Guck mal, der steht zum Beispiel voll im Strahl drin. Ich heile den mal gegen. Unverständlich für mich sowas. Bei so einen Sachen, Leute, merkt euch das. Movement größer als Damage. Also es ist wichtiger, aus so einer Scheiße rauszugehen, als jetzt vielleicht 200-300 DPS mehr zu machen, ne? So, hier waren jetzt gerade diese weißen Geister des Krieges. Die haben hier duelliert und rumgekämpft. Da müsst ihr einfach von weggehen, nicht drinstehen und fertig. Und jetzt spawnen diese 4 Typen, Tiere. Die laufen quer übers Schlachtfeld und stürmen die Leute um, machen richtig viel Schaden, wenn sie euch treffen. Und sollte man vermeiden. Hier sind wieder die Duellanten, habt ihr auch gesehen. Die haben so kleine Void-Flächen unter sich. Das sollte man einfach vermeiden, da von Schaden zu bekommen. Und jetzt kommen wieder die Tiere, die hier rumrennen. Da müssen wir mal gucken. Die laufen eigentlich immer ziemlich straight. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Da bin ich jetzt nicht rausgekommen, aber ich konnte das mit dem CD abfangen. Alles gut. 40 Sekunden haben wir noch. Boss ist down. Theater ist fertig. Das war's, Leute. Ich hoffe, ihr konntet noch was mitnehmen. Es hat euch gefallen. Und ja, über Like und Abo würde ich mich wie immer freuen. Die nächste Folge kommt dann übermorgen. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Haut rein. Ciao.